Danke dir, Jürgen. Okay, danke Jürgen. Dann bin ich jetzt dran und gebe Gas. Vielleicht ein bisschen Zeit noch einholen. Also, dieses Bild haben wir ja schon in unseren Intro-Sessions gesehen. Wir werden da gleich nochmal im Detail drauf kommen, ohne Handschriftliches, dann ist es vielleicht auch ein bisschen besser zu lesen. Schneller Disclaimer: Ich habe mindestens zwei Slides in dieser Präsentation, wo es um Zukunft geht. Die Zukunft ist auch bei VMware nicht immer voraussagbar. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass Timelines slippen, dass irgendwelche Probleme uns davon abhalten, das zu tun, was wir tun wollen. Deswegen darf also, was wir heute zeigen oder erzählen, nicht in irgendwelche Vertragsverhandlungen eingenommen werden. Okay, ich möchte damit anfangen, kurz darzustellen, dass Modern Apps, Kubernetes und VMware hat eigentlich schon auch eine lange Geschichte, vor allem wenn es um Netzwerk geht. Noch bevor VMware irgendwelche Kubernetes-Distributions hatte, haben wir schon unsere ersten Produkte rausgebracht auf der Netzwerkseite. Wenn wir jetzt also die Timeline anschauen, dann haben wir 14 bis 16 haben wir ja im Endeffekt noch ein bisschen den Markt uns angeschaut. Da hat sich ja noch viel getan. Zu der Zeit gab es das, was wir Container Orchestration War nennen. Das heißt, da waren also solche Projekte wie Mesosphere, wie Docker Swarm, aber auch Kubernetes, die im Endeffekt um die Herrschaft gekämpft haben, sage ich mal. Und spätestens, sage ich mal, 17, 18 ist dann wohl klar geworden, dass Kubernetes da ziemlich vorne ranrennt und der Gewinner sein wird. Wir haben in 2017 schon die erste Integration mit NSXT released, mit dem sogenannten NSX Container Plugin, den wir rausgebracht haben für Kubernetes, OpenShift und Cloud Foundry. Auch hier kann man sehen, dass wir von Anfang an das Kubernetes-Thema sehr offen angegangen sind und mit OpenShift im Endeffekt die Distribution von einem Wettbewerber von VMware gleich von Anfang an unterstützt haben. Und auch das werden wir weiterhin natürlich in unseren Produkten tun. Mehr und mehr ist es klar, dass wir also auch hier Best-of-Breed-Ansätze fahren, wie wir gleich in einem anderen Slide noch sehen werden. Jetzt in den letzten Jahren haben wir sehr viel Zulauf gesehen, was den NSX Container Plugin angeht, vor allem mit den Kubernetes Distribution TKGI und auch mit Cloud Foundry. Wir sehen aber auch sehr viele OpenShift-User, die mit NCP arbeiten und haben da also sehr viel Erfahrung mit gesammelt. Haben aber dann auch beschlossen, dass wir uns da auch erneuern müssen und ein eigenes Open-Source-Projekt gestartet namens Antrea, welches unabhängig von NSX einen sogenannten Container Network Interface Plugin bereitstellt. Und das haben wir wirklich auch jetzt die letzten 2 Jahre sehr stark vorangetrieben, sehr schnell weiterentwickelt und sind jetzt in einem Stand, habe ich nachher noch ein Slide dazu, wo wir es der CNCF als Incubation Project übergeben haben. Das heißt, wir haben also hier ein Open Source CNI-Projekt aus der Taufe gehoben und dann wirklich auch weitergegeben an die CNCF. Okay, von Anfang an haben wir gewisse Grundsätze gehabt, wenn wir Networking mit Kubernetes uns angeschaut haben. Das Wichtigste von Anfang an war, nicht im Wege des Entwicklers stehen, also nicht irgendwelche vorkonfigurierten Dinge zu erwarten oder irgendwelche Interaktionen zwischen Ops und Dev zu erwarten, um die Arbeit tun zu können. Wir haben es jetzt gerade in Jürgens Präsentation gesehen. Wenn ich Load Balancing Konstrukte kreiere in Kubernetes, dann werden die automatisch ausgerollt, sowohl auf der DNS-Seite wie auf der Load Balancing-Seite. Und das ist eines dieser Beispiele.
Aber wir haben da noch mehr Beispiele, nämlich das zum Beispiel IP-Adressierung und was wie wo zusammenhängt, auch Netzwerktopologie, dass das alles auch automatisch passiert, basierend auf Kubernetes-Objekten, aber gemappt wiederum auf Konstrukte, die zu der jeweiligen IT-Umgebung passen. Und das ist der zweite Punkt auf dieser Folie. Das heißt, wir mappen Kubernetes-Konstrukte, wie jetzt zum Beispiel Namespaces, wie Deployments, mappen wir zu etwas, was man innerhalb der Umgebung, der IT-Umgebung auch wirklich umsetzen kann. Also beispielsweise Deployments kriegen bestimmte IP-Adressen, sodass wir also wissen, was die Source-IP-Adresse von diesen Deployments sein wird und so weiter und so fort. Also sehr viel Entwicklungspower ging also in diese Idee rein, wie schaffen wir es, Kubernetes wirklich für IT-Umgebungen umsetzbar zu machen. Also nicht, und das ist ja in dem Titel dieser Präsentationsreihe hier, Revolution oder Evolution, nicht also davon ausgehen, dass ich Kubernetes nur konsumieren kann, wenn ich alles revolutioniere, sondern ein Evolutionsapproach, wo ich sagen kann, okay, ich kann das, was ich derzeit verwende, auch in die nächste Generation, in Automation, in Cloud Native und Modern Apps, kann ich die Brücke dahin bauen. Dann wollten wir von Anfang an und haben es auch erreicht, eine Möglichkeit haben, VMs und Container über Firewall Policies, über Technologien hinweg zusammenzufassen. Und sehr viel Troubleshooting-Tools, Visibility-Tools einzubringen. Das sind also die Entwicklungs-Goals, die wir hatten und an denen wir uns auch bei allem, was wir neu bauen, weiter orientieren. Was sich, sage ich mal, ein bisschen geändert hat über die letzten, sage ich mal, 2, 3 Jahre, ist, dass wir viel mehr in einen Ansatz übergegangen sind, wo wir mehr Unabhängigkeit bei den einzelnen Produkten und Projekten haben. Wenn wir uns also NCP anschauen, unsere erste Integration mit Kubernetes und NSX, dort haben wir eine sehr starke Kombination von NSX und dem NCP gehabt. Das konnte man nicht auftrennen. Man kann kein NCP-CNI laufen lassen, ohne ein NSX laufen zu lassen. Das ist anders, das jetzt mit Antria, das ist aber auch anders mit dem NSX Advanced Load Balancer, den uns der Jürgen gezeigt hat. Diese Systeme laufen eigenständig und können eigenständig eingesetzt werden in jeglicher Umgebung, in Public Cloud, in Private Cloud, in einer VMware-Umgebung, in einer Umgebung von einem Wettbewerber von uns. Jedes Produkt hat den und jedes Projekt hat die Aufgabe, für sich alleine erfolgreich im Markt stehen zu können. Mit Antria geht das sogar noch ein Stück weiter. Es ist ein Open-Source-Projekt, was eigenständig als Open-Source-Projekt Community attracten, also anziehen muss. Das heißt, wir wollen eigentlich sogar, dass unsere Wettbewerber Antria als CNI nutzen und gegebenenfalls ein Produkt daraus bauen. Also man sieht hier, dass sich da sehr viel getan hat, wie VMware sich da weiterentwickelt hat in dem Entkoppeln von Produkten. Was aber natürlich nicht heißt, dass die Gesamtheit der Produkte nicht einen größeren Mehrwert in ihrer Gesamtheit erzeugt. Das heißt, vor allem, wenn es also darum geht, Projekte und Produkte kombinieren, dort schaffen wir im Endeffekt Mehrwert. Ja? Und eins werde ich zeigen, die Verbindung von Antria mit NSX, obwohl es unabhängige Produkte sind, bringt trotzdem den Mehrwert, dass ich diese Policy treiben kann von NSX, sowohl für VMs wie für Container, in Kubernetes und das zeigt wiederum, dass wir, wenn wir einzelne Produkte miteinander verbinden, wir da einen größeren Mehrwert auch darstellen können.
Was ich aber bei diesem Slide auch erzählen möchte, nicht nur die Unabhängigkeit von Produkten, ich möchte damit auch sagen, dass zwischen diesen Layern besteht immer ein gewisser Level von Abstraktion. Das heißt, Wissen darüber, über Metadaten, was in den Microservices steckt, ist nicht zwangsweise dort zur Verfügung stehend, wo wir eine Entscheidung ganz unten im Stack treffen können. Und das führt oftmals zu Problemen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, einer meiner Microservices ist eine Middleware und diese Middleware muss auf eine klassische Datenbank oder vielleicht sogar noch auf einen Mainframe zugreifen, der irgendwo ganz tief hier in der Infrastruktur hinter einer klassischen Firewall ist, dann brauchen wir ja natürlich immer noch eine Möglichkeit, wie ich sagen kann, hey, du klassische Firewall, hier ist die Source-IP, von dem der Traffic von diesem Middleware-Service kommen wird. Das ist extrem schwer zu machen, wenn man nicht hier eine Verbindung schafft. Wenn man also nicht in der Lage ist, zum Beispiel jetzt hier in diesem CAS-Layer, wenn es also darum geht, den einzelnen Microservices-IP-Adressen zu geben, wenn man hier nicht kontrollieren kann, welche IP-Adressen genommen werden, dann kann ich natürlich hier auch keine Firewall-Einträge in der klassischen Firewall machen. Also hier sieht man im Endeffekt, dass diese Abstraktion, die im Kern gut ist, dass also die einzelnen Layer voneinander unabhängig in ihrer Komplexität aufgebaut werden und skaliert werden können, auch ihre Limitation haben, wenn es darum geht, Ende zu Ende etwas aufzubauen. Und hier haben wir sehr viel, stecken wir sehr viel Entwicklungspower rein, wie wir dieses ermöglichen können. Also wie wir nochmal, um es auf das vorhin gezeigte Slide nochmal zu referenzieren, wie wir in der Lage sind, das, was in Kubernetes passiert, was in Cloud Native passiert, zu bestehenden Umgebungen adaptierbar zu machen. Okay, wir haben sehr viel vom Load Balancer gesehen, deswegen springe ich direkt in die Ebene des Container Network Interfaces rein, und das ist, wie gesagt, NCP und Entria. NCP, NSX Container Plugin, ich habe es schon gesagt, unsere erste Entwicklung, die wir in diesem Bereich haben, ist weiterhin verfügbar, wird weiterhin von uns auch gepflegt. Wir haben gerade heute bringen wir das NCP 3.2.0 Release raus, wo wir die neuesten OpenShift-Versionen supporten, weitere OpenShift-Deployment-Methoden. Es ist auch Teil von TKGI, von dem neuesten Release, das bald rauskommen wird. Und erfreut sich großer Beliebtheit, sagen wir es mal so, und ist weiterhin ganz normal verfügbar. Der Hauptpunkt hier ist, für jedes dieser Container, für jedes dieser Pods in Kubernetes, haben wir einen einzelnen logischen Netzwerkport auf der NSX-Seite. Das ermöglicht uns natürlich eine sehr tiefe Integration und die Möglichkeit, Cross-VM zu Port-Policies zu machen und so weiter. Aber da für jeden dieser Ports einzelne API-Calls gemacht werden müssen, und einzelne Objekte kreiert werden müssen, hat es ein Skalierungslimit. Im Moment testen wir die Umgebung bis zu 50.000 Ports, was schon recht viel ist. Die meisten Kunden haben auch kein Problem mit diesen Skalierungsgrenzen. Aber es gibt natürlich gewisse Umgebungen, die diese Grenze von 50.000 Ports erreichen. Und deswegen haben wir auch aus Skalierungssicht gesagt, wir müssen jetzt hier also auch ein alternatives Projekt auf die Beine stellen, was unabhängig von NSX ist, und das ist Entria. Entria wurde, wie gesagt, vor 2 Jahren gestartet als reines Open-Source-Projekt. Das heißt, sämtliche Entwicklungsarbeit bis auf Hardening und ein paar Enterprise-lastige Features. Alles, was wir sonst machen, wird in Open Source entwickelt. Und Mitte des Jahres haben wir also das der CNCF als Donation übergeben. Das heißt, Entria wird nicht mehr von VMware als Organisation in irgendeiner Weise oder Form kontrolliert. Der Source Code, sämtliche Rechte, alles, was damit verbunden ist,
gehört jetzt zur Cloud Native Computing Foundation. Wir haben natürlich noch sehr viele von unseren Contributors, die daran arbeiten, aber ansonsten ist das wirklich ein reines CNCF-Projekt. Antria ist eine Kombination einerseits aus diesem CNI-Projekt, Container Network Interface-Projekt, aber auch dem Open vSwitch, der übrigens auch ein unheimlich erfolgreiches Open-Source-Projekt ist, was schon vor mehr als, ich glaube, vor 10 Jahren gestartet wurde und eigentlich der beliebteste und meistgenutzte vSwitch in Linux ist, der auch mit sehr vielen Contributions von VMware daherkommt, weil die Kontributoren da von einer Firma kamen namens Nicira, die vor 8 Jahren dann zu VMware gekommen ist. Und dort wurde dann der Open vSwitch auch weitergeführt. Ein paar Diagnostics von dem Projekt. Also wir stehen sehr gut da. Mittlerweile sind wir schon bei 90 Kontributoren. Wie gesagt, alles Open Source. Wir haben Contributions von Firmen auch wie Intel, wie Nvidia, Mellanox, Google. Also es ist wirklich eine gesunde Community, die da schon aufgebaut wurde. Wo wir mit Stolz auch drüber sprechen, ist, dass Google Anthos mittlerweile für Windows-Deployments Antria als Standard-CNI verwendet. Das heißt, wir sehen also auch hier, dass einzelne Public-Cloud-Anbieter unser CNI-Projekt Antria wirklich auch für ihre Umgebung nutzen. Eine der Kernvorteile auch von Antria ist, dass wir durch Open vSwitch auch wirklich plattformagnostisch sind. Es gibt andere Projekte, bei denen es den vSwitch, der verwendet wird, für Windows nicht gibt. Für uns ist es so, Open vSwitch ist auch auf Windows verfügbar. Und alle Features, die wir also entwickeln für NSX, für Antria, sind gleichzeitig im Linux-Bereich wie im Windows-Bereich verfügbar, dadurch, dass wir den gleichen drunterliegenden vSwitch verwenden, der Open vSwitch ist. Auch hier bei Antria supporten wir OpenShift, aber auch unsere Distributions. Das heißt, Antria läuft als Default-CNI-Implementierung in TKG, also Tanzu Kubernetes Grid, sowohl vSphere mit Tanzu wie auch TKG, ich sag mal Standalone außerhalb von vSphere. Funktioniert alles by default mit Antria als CNI. Okay, ich werde mal dieses Slide überspringen. Im Endeffekt, was dieses Slide uns sagen will, ist, dass wir eine Controller-Komponente haben, die wiederum einzelne Agenten steuert, die auf den Nodes laufen und die gesamte Implementierung machen. Ich kann stundenlang über Antria auch in Detail reden, über wie wir den Kube-Proxy ersetzen und damit die Latency runterbringen und so weiter. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Wenn es da wirklich Interesse gibt, bin ich immer dafür offen, eine direkte Session zu machen, auch gerne mit einer Demo, dass wir da also in Details reinschauen. Was ich jetzt aber schnell noch erzählen möchte, ist Network Policy in Antria und wie wir das umsetzen mit der NSXT-Integration, die jetzt bald herauskommen wird. Policy in Kubernetes hat eine standardisierte Komponente und eine Komponente, die immer sehr stark von dem jeweiligen CNI abhängig ist. Die standardisierte Komponente ist, es gibt Kubernetes Network Policies, das ist hier der API-Prefix dafür. Die sind sogenannte Namespace-Scoped-Ressourcen. Das heißt, in Kubernetes habe ich die Namespaces, das sind einzelne Mandantenkonstrukte, sage ich mal so. Und innerhalb dieses Namespaces kann ich also definieren, welche TCP-UDP-Ports ich eingehend und ausgehend erlaube. Ich kann aber nur ein Whitelisting machen. Das heißt, ich kann sagen, dieser Namespace ist komplett zu und hier sind die Whitelisting-Einträge, was ich hinein erlaube.
Das ist alles, wie gesagt, Entwicklerfokus, weil es mit der Applikation im Endeffekt ausgerollt wird. Ich definiere, wie ich meine Applikation als einzelne Deployments innerhalb von Kubernetes in dem Namespace ausrollen möchte. Und als Teil dessen definiere ich auch, was für Firewall-Policies auf die applyen sollen. Was wir gebaut haben, ist mit Entry Network Policies etwas, was mehr in Richtung Admin und Global Policy geht. Das heißt, ich kann mit Entry Network Policies, kann ich innerhalb des Kubernetes Clusters unabhängig vom jeweiligen Namespace Grundpolicies definieren. Ich kann also sagen, es sollte niemals erlaubt sein, dass SSH oder sagen wir Telnet oder sowas in den Cluster hinein erlaubt ist. Das heißt, dann kann also hier auf dem Kubernetes Network Policy Layer passieren, was will. Ich habe vorher schon abgefangen, dass ich diese Kommunikation nicht erlauben will. Ich kann dann auch Kommunikation zwischen Namespaces erlauben oder verbieten. Ich kann viel granularer auch, was die Actions angeht, entscheiden, soll etwas erlaubt oder verboten sein. Und ich habe sogenannte Tiers, und das werden wir im nächsten Slide sehen, wo ich also eine Abfolge von einzelnen Kategorien habe, die eine Priorität in der Priorität haben. Das schauen wir uns jetzt hier an. Es gibt also diese Kategorien. Diejenigen, die NSX kennen, haben das ähnliche Konstrukt in den NSX-Firewall-Kategorien schon gesehen. Das haben wir im Endeffekt mit Entrya ähnlich implementiert. Das heißt, wir haben einzelne Tiers. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im Security-Ops-Bereich SSH ist global verboten, dann kann jetzt hier im Application-Tier, wo im Endeffekt mein Entwickler eine Policy schreibt, wenn der jetzt SSH erlauben würde, würde trotzdem SSH nicht in diesem Cluster funktionieren, weil ich es hier schon verboten habe. Das heißt, ich habe also hier eine Abfolge innerhalb dieser Tiers und eine Priorität innerhalb dieser Tiers, die da angewendet wird. Und das erlaubt uns auch diese einzelnen Tiers, Kategorien, bestimmten Personen zuzuordnen. Also hier, wenn ich mir den Application-Teil anschaue, wo Kubernetes Network Policy lebt, das ist also klassisch der Application-Entwickler oder der Application-Betreiber, der diese Policies definiert. Wenn es jetzt um Security Ops geht, dann könnte das der Netzwerk-Admin sein oder der Virtualization-Admin, der mit NSX arbeitet. Also auf die Art kann ich im Endeffekt auch die Arbeitsteilung innerhalb der Organisation, was diese einzelnen Tiers angeht, auf bestimmte Rollen mappen. Allerdings natürlich alles immer noch in einer programmatischen Art. Das heißt, ich definiere meine Policies immer noch über Kubernetes-Specs, über API-Calls. Das heißt, alles wirklich automatisiert. Ich kann aber auch entscheiden, dass ich für bestimmte Tiers wirklich auch nur UI-Tools nutze. Und das ist das, was wir jetzt mit dem nächsten NSX-Release rausbringen werden. Das heißt, das hier ist tatsächlich schon ein Roadmap-Slide, wobei die Roadmap hier relativ bald kommen wird. In dem nächsten NSXT-Release wird es also sein, dass wir einen Adapter herausbringen, wo wir von NSX aus in der Lage sind, Entrya-Clusters oder Entrya-enabled Kubernetes-Clusters von NSX aus zu managen. Das heißt, wir können diese Entrya Network Policies von NSX aus definieren, aus dem NSX Distributed Firewall Rule Set heraus. Das heißt, wir haben dann eine NSX UI, wo ich sowohl VM Policies, Infrastruktur Policies, wie aber auch Entrya Network Policies definieren kann und die dann ausrollen kann. Und dabei ist es dann egal, wo Entrya läuft, ob das jetzt innerhalb einer vSphere-Umgebung läuft
Zum Beispiel in vSphere mit Tanzu oder sogar in OpenShift, was auf einem vSphere-Cluster läuft, oder aber auch innerhalb von Public-Cloud-Umgebungen. Was wir auch unterstützen mit diesem Modell ist, wenn wir Andrea als CNI sogar auf einem Bare-Metal-Container-Cluster laufen lassen. Das heißt, selbst wenn gar kein Hypervisor dort läuft, haben wir also immer noch die Möglichkeit, über NSX die Policies, die wir in Andrea haben, zu managen, aber auch Troubleshooting-Tools zu nutzen, Metriken auszulesen. Also in diesem Falle wird dann NSX wirklich zu einem Management-Tool für das, was im CNI-Layer passiert. Und das ist ein Beispiel davon, wie wir ein Projekt, ein Produkt, nämlich Andrea, was in sich unabhängig ist von NSX, wiederum über die Verbindung zwischen den Layern mit NSX, wo wir einfach Mehrwerte generieren. Wir bieten das Ihnen also an als Kunden. Sie können das nutzen, können diese Mehrwerte nutzen, aber Sie können auch Andrea im extremsten Falle sogar rein von Open Source nutzen und nur Community Support bekommen. Sie können aber auch Ende zu Ende eine Lösung von uns bekommen. Okay, letzte zwei Slides. Das ist dann wirklich ein bisschen weiter raus, aber ich möchte es trotzdem einmal darstellen. Wir haben in NSX auch sehr viel Entwicklungsarbeit, die in Richtung Telemetrie und Sicherheit durch Observability wir haben sehr viel Entwicklung, die dieses Ziel verfolgt. Und hier erstmal möchte ich darstellen, was eigentlich das Problem Statement ist. Wir haben in diesen Modern Apps Umgebungen sehr, sehr viel Kommunikation zwischen einzelnen Services, hauptsächlich über API Calls, können auch RPC Calls sein und so weiter. Aber hier an diesen Schnittstellen entsteht natürlich sehr viel Telemetrie, die uns helfen kann, rauszufinden, wo ist ein Angriff, der gerade passiert, wo ist eine Anomalie, die nicht sein sollte. Und es ist sehr wichtig für eine Lösung, dass wir diese Telemetrie, die von diesen einzelnen Punkten kommen, dann wirklich auch auswerten können und Warnungen rausbringen können, auch automatisch reagieren können, Policy Recommendations machen können. Und das ist das, woran wir arbeiten mit NSX Intelligence. NSX Intelligence ist jetzt schon verfügbar, allerdings ist das, was ich hier zeige, noch nicht in dieser Form verfügbar, nämlich, dass wir die einzelnen Telemetriedaten, die von Andrea kommen, die von Tanzu Service Mesh kommen, was uns der Daniel gleich vorstellen wird, die vom NSX ALB kommen, also von dem Load Balancer, den der Jürgen vorgestellt hat, kommen. Das alles zu NSX Intelligence bringen, um es sowohl zu visualisieren, wie aber auch automatische Aktionen, Policy Recommendations und so weiter zu machen. Das ist also die Vision, wo wir darauf hinlaufen, dass NSX Intelligence diese zentrale Komponente ist, wo Telemetrie gesammelt wird, um daraus, wie gesagt, Policy Recommendations zu kreieren und automatische Reaktionen zu generieren. Das heißt, da können Sie nächstes Jahr mit rechnen, dass wir Ihnen dazu mehr erzählen und mehr zeigen können. Okay, und damit würde ich übergeben an den Daniel, um auf den nächsten höheren Layer zu gehen, alles, was in der Applikation und in der Service Mesh passiert.